Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI hier auf meinem Kanal. Ja, wie versprochen gibt es heute mal wieder Alheim. Und zwar, ja, wie angekündigt, fahren wir heute die Linie 134 mit diesem alten Citaro. Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir den in der Solo-Variante fahren. Ja, ihr seht, wir haben nicht allzu viel Zeit. Ich habe die Uhr ein bisschen zu weit vorgestellt. Wir stehen hier am Saterweg und fahren nach Lühr zum Frommholz. Und ja, so, jetzt steht erstmal, ja, den Gang bei dem. So. Fährst du? Ja. Keine Ahnung, warum da das Parkbremssymbol noch drauf ist, aber die ist ja gelöst worden. Und ja, also hier rumzukommen ist eine Qual. So, es gibt anscheinend auch keine wirkliche Sicht da nach rechts. So, hier geht es halt auch immer so ein bisschen darum, dass du hier gut an die Haltestelle fährst. Weil, dass du da halt auch wieder gut rauskommst. Hier ist immer ziemlich eng. Und ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund setzt die KI bei mir manchmal Gelenkbusse auf dieser Linie ein. Ach so, ja, warte mal. Steht zu weit weg. Na komm, nimmst du. Dem Bus ist es echt manchmal ein bisschen schwierig, weil der irgendwie nicht immer die Gänge nimmt. Ja. Ich finde die Matrix auch schön, weil die halt diese Umlaute nicht schildern kann. Ja, ich denke, ihr seht's. Guten Morgen. Was ist eigentlich dieses B da am Ende? Das verstehe ich nicht. Naja. So, los geht's mit plus 1,4. Ja. Ich hätte die Uhr vielleicht nicht so weit vorstellen sollen. Hier ist immer so eng. Ich weiß hier nicht so ganz, wie man hier immer rumkommen soll. Du hast hier links dieses Schild fürs Kreisverkehr und du hast hier rechts dieses Vorfahrt 8 Schild. Ja, ne? Ein Glück, dass ich die Kollision aus habe. Mann, das ist. Ja, es ist. Ja. Hm, da hänge ich fast. Das Auto ignorieren wir jetzt mal, weil es war nicht meine Schuld. Hallo, ich hab doch den Rückwärtsgang. Ja, hier tue ich mir echt immer schwer. Also ich meine, gut, ich habe die Kollision aus. Ich könnte jetzt ja theoretisch einfach da durchfahren. Will ich aber nicht. Ja gut, das war der Rückspiegel, liegt da jetzt halt drinnen. So. Geschafft. Gut, bis auf das Auto halt. Aber das ist mir auch egal, weil dafür kann ich nichts. Das ist OMSI-KI. So. Oh nee, jetzt ist er rot. Warum haben wir schon wieder plus 2,5? Das ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wahrscheinlich schon. Das ist der einzige Solo alte Citaro von der AVG. Ja, für den es halt ein Repaint gibt. Finde ich ganz nett, dass es davon nur noch einen gibt, weil dann fühlt man sich besonders, wenn man dieses Fahrzeug hat. Ja. So. Ach ja, stimmt. Und was ich euch auch noch sagen wollte, ich habe ja letztes Mal so ein bisschen darüber gesprochen, über so Karten oder so, wo ich ganz gerne mit den C2s fahren möchte. Ich habe Probacher Land zum Laufen bekommen. Ja. Also es hat bei mir früher auch schon funktioniert, nur dann gab es irgendwie das Problem, dass auf Alheim irgendwie die Kurse irgendwie nicht mehr funktioniert haben. Ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir können Probacher Land auf unsere C2-Karten mit aufnehmen. Region Grundorf habe ich nicht geschafft zum Laufen zu bekommen. Da machen die KI-Busse immer noch, was sie wollen. Ja.
Da warte ich jetzt einfach mal auf die V5. Wenn das auch nichts wird, dann ist es schade, aber kann jetzt auch nichts ändern. So, ich finde es auch schön, dass dieser Bus sofort losrollt, wenn du die Haltestellenbremse entfernst. Und du brauchst die Haltestellenbremse, um die Türen zu öffnen. Das bedeutet, du kannst ja aber auch die Türen schließen. Dann die Haltestellenbremse rausnehmen und dann fährt er schon. Ups, ich habe vergessen weiterzuschalten. Ja, gut. Bei dem Bus muss man ein bisschen bei der Sache bleiben. Ja, um Silett. So, Reutersweg, da waren wir, glaube ich, gerade. Ich glaube, nächste Haltestelle ist Van-Dyck-Straße. So. Hier haben wir, glaube ich, auch so einen Umstieg zur 137, die ja nur von so Midi-Bussen gefahren wird und ja auch nicht so oft. Ja, ist jetzt nicht so eine wichtige Linie. So, guck mal, ich zeige euch das jetzt mal. Jetzt kann ich ja die Tür zumachen, Haltestellenbremse raus und direkt losfahren. Funktioniert super, der Trick. So, hier links und rechts müsste die 137 kommen, wenn sie fährt. Ich glaube, da fährt immer nur so ein Fahrzeug und auch unregelmäßig, also. So, da vorne ist schon der Hornbach. Hier gibt es natürlich auch noch Ikea, Lidl, Aldi, sonst noch was. Ja, und auch hier lädt OMSI sie wieder. Ich habe aber den 4 GB Patch nochmal drauf, also. Das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche KI-Busse, die Probleme machen. Eventuell auch irgendwelche Objekte oder so. Aber guck mal, es bewegt sich noch. Boah, das ist eine Scheiße. Das ist ja unglaublich. Ja. So, Kaufpark Bleibenburg. Ich finde ja auch schön, was auf den Haltestellenschildern draufsteht. Und zwar steht hier ja wirklich dieser Schrift Kaufpark Bleibenburg, was ja auch hier überall irgendwo steht, steht ja auch hier. Daher, da seht ihr nochmal, was es da alles gibt. Ikea hat ja auch seine eigene Haltestelle, da kommen wir jetzt hin. Die haben ja auch nochmal für dem Haltestellenschild nochmal so was anderes stehen, also halt diesen blau-gelben, das Ikea-Logo halt auf dem Haltestellenschild. Finde ich ganz nett. So, da vorne sind wir bei Ikea. Und da seht ihr auch das Haltestellenschild mit eben dem Ikea-Logo drauf. Bei mir gibt es auch eine Linie zum Ikea-Pferd. Aber ich glaube, auf dem Haltestellenschild steht ganz normal in schwarzer Schrift Ikea. Also da ist jetzt nichts Besonderes am Logo. Hallo. Hallo. Wir haben immer noch die McDonald's darf natürlich auch nicht fehlen. Ja. So, und jetzt kommen wir auf die Busspur. Da wo können wir auch ein bisschen schneller fahren und dann hoffentlich unsere Verspätung rausholen. Es kann aber sein, weil wir über Eichenhöhe Bahnhof fahren, dass wir da eventuell eine kleine Pause haben. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber können wir ja dann später im Fahrplan nachschauen. Und hier habe ich immer Angst, dass ich mir den Spiegel rechts in der Mauer versenke. Da, das ist immer kritisch. So. Aber ich finde es auch, eigentlich finde ich das Konzept gut, dass die Busse hier in der Mitte ihre eigene Busspur haben. Auch wenn ich mich frage, woher diese Leute hier an diese Haltestelle kommen. Wer steigt denn hier ein? Weil da ist ja nichts in der Nähe hier. Gut, da stehen wenige Häuser, aber also. Dann kommt ja sonst was. In 4 Minuten kommt noch einer, dann kommt es was. Ja, erst in 10 Minuten. Okay. Ja, gut, da können wir lang warten. Wieder Busspur. So, schaffen wir die, ich glaube 80 waren es, die erlaubt sind. Stand noch vorhin gerade so ein Schild. Ja, ich glaube, ich hänge ein bisschen zu weit rechts da, fast in dieser Mauer da. Aber
überholen die Verspätung gut auf und unser Bus ist auch einigermaßen voll. Also ich, ja, ich weiß nicht, ob die 80 hier jetzt so legal sind, die ich hier fahre. Ich glaube, ich dürfte eigentlich nur 60 wegen stehenden Fahrgästen fahren. Ja, gut, hohe Geschwindigkeiten sind natürlich vor uns ja auch immer so ein bisschen ein Problem. Lädt sich nach. Ist natürlich ein bisschen schade, aber ja. Kann man nichts machen. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es ab. Ah, gut. Wir überholen einfach die Autos. Finde ich gut. Ja, der Einstieg ist heute nur an der zweiten Tür möglich. Ja, gut, für die nicht, die können durch Gelände laufen. Aber wir haben ja so eine gute Busampel. Oh, 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 Tür zu. Und wir haben grün, los geht's. Aber ich weiß, man hat hier ziemlich viel Zeit. Also da kann man sich ja echt Zeit lassen für diese Strecke hier bis vor zur Ampel. Bärenstraße. So, aber guck mal, die Autos haben schon rot. So, wir haben auch noch rot, aber wir kriegen ja leicht grün. Wir hängen immer noch in der Anforderung drin, das ist gut. So, 3, 2, 1. Ne, ja, doch. So, schön an den Autos vorbeiziehen. So. Und dann lassen wir hier mal wieder an der Bärenstraße Leute rein, wenn jemand mit möchte. Was mir aber. Ich möchte gar keiner mit. Was mir auch auffällt. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, aber es steht ja bei den Haltestellenschildern von der 131 oder da, wo die 131 hält. Es ist ja unten dran so diese historische Omnibuslinie 131 und daneben ist so ein U405G drauf. Das fände ich schön, wenn es in der V5, die ja aktuelle Entwicklung ist, wenn das da berücksichtigt wird. Also, dass es da dann halt vielleicht wirklich diese historische Linie gibt, wo dann halt auch eventuell so ältere Fahrzeuge fahren. Fände ich gut. So, weiter geht's. So, nächste Haltestelle ist, glaube ich, Eichenhöhe Bahnhof. Ja. Eichenhöhe Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie 8. So, jetzt natürlich die Frage, welchen Steig? 1B. Okay. So. Danke für nichts, meine lieben Autos. Ich weiß nicht, was super. Oh, aber kein Unfall, das ist schon mal gut. Ah ja, gut, und ja, der hängt halt jetzt leider drin. Also, da vorne steht unser Anschlusszug. Und hier stehen so ein paar andere Busse. Ah, es ist grün, das ist gut. So, da hinten kommt unser. Mist. Ah, guck mal, unser Anschlusszug fährt weg. Ja, schade. Da hinten kommt unser Gegenkurs, glaube ich, oder? Ja. Diesmal sogar mit Solo gefahren und nicht mit Gelenk. Das ist gut. So, weil da fahren ja immer zwei auf der 134. So, da ist er mir ganz kurz ausgebrochen. Das kann natürlich passieren. So, komm, schalt mal höher. Ah, nee, jetzt werden die Busse wieder schwarz. Gerade eben ja, haben sie doch noch funktioniert. Da, ja. Was ist denn das jetzt? Jetzt hat Omsi keinen Bock oder was? Ja, ganz toll. So. Ups, den hätte ich fast umgefahren. Naja, man muss ja auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, aber die Busse funktionieren noch, die hier kommen. 1B, ist es nicht hier? Warte mal, 1,
Ah ja, vielleicht sind wir hier. So. Hier möchte keiner mit. Schilder ich überhaupt richtig? Ja, ich schilder nur am Frommholz. Warum möchte hier keiner mitfahren? Was fährt denn hier noch? Die 132 zur Uni. Die 133 zur Rathausstraße und die 137. Achso, wir haben jetzt ja gleich wieder Abfahrt. Der hätte den Motor gar nicht ausmachen müssen. Ich dachte, wir haben hier länger Standzeit. So, und wird direkt wieder losgefahren. Kickdown. So, nächste Haltestelle. Flügelstraße. Ja. Franziskus Krankenhaus. Ja, hey, das verstehe ich. Jetzt funktionieren die Busse auf einmal wieder. Hä? Omsi? Jetzt sind sie nicht mehr schwarz, das ist komisch. Interessante Geräusche, die der Bus so macht, wenn man die Bremse nur so loslässt und dann gleich wieder drückt. Na komm, gib mal grün hier. Aber unser Bus ist, ja, Solo-Bus 1, das ist in Ordnung auf der Linie. Der Ikea hat viele Fahrgäste gebracht. Ah, da kommt die 133. Auf die haben die wahrscheinlich gewartet, die bei mir nicht eingestiegen sind. Aber ich habe ganz klar den besseren Bus. Das muss man schon sagen. Ich fahre die Qualität. Die anderen fahren irgendwelche Nachmache. Jetzt stehe ich natürlich wieder. Da kommt noch einer. Ein E-Wagen. Ach, ist das der Impf-Shuttle? Den können wir eigentlich auch mal fahren, den Impf-Shuttle. Aber ich weiß gar nicht, wo der lang fährt. Ich glaube, es gibt ja zwei. Einen von Eichenhöhe und einen vom Hauptbahnhof. Aber ich habe keine Ahnung, wo die hinfahren. Ich bin ja auch noch nie gefahren. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ihn einmal gefahren habe. Und dieser Streckenabschnitt dürfte bekannt sein aus meiner ersten Folge Omsi. Da sind wir ja die 131 gefahren, das weiß ich noch. Ja. Da sind wir ja auch den lang gefahren. So, dann geben wir ein bisschen Gas. Ich möchte pünktlich ankommen. Ah, guck mal, wer kommt denn da entgegen? Ah, die 132. Eventuell haben die Leute auch auf den gewartet. Das kann auch sein. Oh, das war noch gelb. Das war noch in Ordnung. Ups, habe mich kurz auf der Tastatur verklickt. Ich finde es schade, dass keiner mehr einsteigen möchte. So, was ist denn die nächste Haltestelle? Hüttmannsweg. Nach dem Hüttmannsweg, glaube ich, zweigen wir ab. Ja, ja, doch. Jetzt dann fahren wir hier nach rechts dann. Und dann fahren wir irgendwo in Lühr rum, aber da brauche ich Hilfspfeile. Weil da kenne ich mich nicht aus. So, Hilfspfeile an. Immer noch möchte keiner mit, schade. Wir sind eine Minute zu früh. Hört sich gut an. So. Einmal hier um die Kurve. Sogar nicht den Bordstein genommen. Finde ich gut. Keine Ahnung, warum die Haltestelle so heißt. Finde ich einen sehr interessanten Namen. Meisterbacher Rott. Ja, es ist nur 30. Ach, deswegen sind wir jetzt 2 Minuten zu früh. Ups. Naja, gut, also ich glaube jetzt nicht, dass hier nochmal jemand einsteigt. Weil wir sind jetzt ja wirklich gleich da. Nee, hä? Was war denn da gerade mit der Tür los? Ja, aber so viele fahren gar nicht mehr mit. So, jetzt. Irgendwas war da gerade komisch mit der Türsteuerung. Keine Ahnung, was da los war.
auch 2 Minuten zu früh und eigentlich sind ja nur 30. Naja. Ach, jetzt nochmal kurz einen Haltewunsch reinbekommen. Nächstes Mal gerne früher. Was ich gut finde an dem Bus ist, dass du direkt den Blick oben in den Innenraumspiegel hast und dann sofort siehst, ob die Tür frei ist. Das finde ich gut bei dem Bus. Ja, beim Facelift nicht so. Ja, passt. Route 1. Wir fahren ja zum Zarter Weg. So, nächste Haltestelle Lühr am Frommholz. Wir haben tatsächlich noch Fahrgäste. Krass. So, und 2,5 Minuten zu früh. Das ist ja wild. So. Und dann stehen wir jetzt hier mitten im Nirgendwo. Und verbringen hier unsere Pause. So, ach ja, eine Haltestelle war ich zu früh. 16 Minuten Pause hätten wir jetzt. Naja. Also, dann, weil wir jetzt da sind, war es das jetzt mit dem Video. So. Ach, die überholen einen hier. Das ist ja gut gelöst. Weil die wissen, dass du hier immer 15 Minuten stehst und dass da kein Stau bildet, sind die Pfade so gelegt, dass die überholt. Das finde ich gut. Ja, mit den Eindrücken entlasse ich euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.